Janik, nach erneuter Quarantäne, erkennst du alle wieder hier, oder? Ja, ich habe mich schon vorgestellt als neue Spieler. Ich kenne auch alle, ich weiß nicht, ob sie mich noch kennen alle. Nee, natürlich freue ich mich jetzt auch wieder dabei zu sein, die Jungs mal wieder zu sehen, auch wenn man sich nicht die Hand geben darf oder kann ja auf dem Platz dann auch mal den ein oder anderen Spaß machen darf. Geht leider nicht, aber das nehmen wir jetzt in Kauf. Hauptsache, wir sind jetzt wieder auf dem Platz. Wie geil ist es, wieder auf dem Platz zu stehen? Ja, also der erste Tag ist meistens immer ganz gut, weil man sich sehr gut konzentrieren kann, weil das alles neu ist. Ich hoffe, die nächsten Tage gehen so weiter. Heute habe ich eigentlich schon einen ganz gutes Beigefühl gehabt, so verhältnismäßig. Aber natürlich, wenn du 4 Wochen oder 3,5 Wochen dann auch den Ball nicht am Fuß haben kannst, ist schon was anderes, dann wieder hier zu sein. Aber das ist normal, das ist bei einer Verletzung, glaube ich, das Gleiche. Und deswegen machen wir das Beste draus und versuchen, so gut wie möglich einfach jetzt fit zu werden. Was macht man in 3,5 Wochen, wenn man keinen Fußball spielen kann? Ach, da kommt man auf ganz verrückte Ideen. Ich glaube, jeder kennt das jetzt mittlerweile, wenn man zu Hause bleiben muss. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen zu kochen. Was gab's? Ich habe schon viel gemacht. Coco Vell habe ich schon gemacht zum Beispiel und so. Also richtig gut. Oder ein Rinderfilet, richtig cool gemacht. Aber ja, ich glaube, jeder macht da ein bisschen was anders. Ich glaube, viele zocken auch und so. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Zocker, aber habe auch angefangen ein bisschen. Also da findet sich dann ein bisschen was, ist da schon erfinderisch. Aber ich glaube, alle sind jetzt froh, auch mal wieder auf dem Platz zu stehen. Wir freuen uns auf die Rezepte. Danke, Nick. Ja, ich mache einen YouTube-Channel. Ja, alles klar. Ja, Marco, at first you had birthday this week. Congratulations again. How did you celebrate your birthday? Thank you very much. We had the first training with a new trainer. We spent half of day in the camp, so was a new feeling. After that, the birthday in the quarantine isn't the best thing in the world, but it's how it is. And I was with my girlfriend. I spent quality time. Easy. How was the first session with the new coach on Monday and the first week now? We had a long meeting when he explained what he want from us. I think we already trained very good so far, a lot of sessions. The weather is nice, so this first week is really nice to be back. How did you spend your time at the quarantine? Pretty most like everybody else, a little bit TV, phone, speaking with friends and family. Then we had the training sessions to do. It was quite funny, really, to do by the Zoom app with our fitness trainer Henrik. We did all together. Then we spoke a little bit to each other. We didn't have a time for that in the last weeks, so was interesting. Not so boring. Do you have any movie recommendations? So I have a lot of movies. The last one I was watching was the old one. I'm pretty sure everybody was watching Shawshank Redemption. You know, the escaping from the prison. The one before is all the Spanish one. Invisible Guest is really interesting. I think everybody will love it. The Money Heist, the TV show, of course, La Casa de Papel, was very interesting. And now it is nice to be on the pitch the whole day. Also, it is especially just special training. It's not the same like normal training. How do you feel about that? Yes, we can do 90% of the things except playing to each other, making tackles and physical contacts. But it's still nice. It's still nice to have the foot on the feet and to do some finishing, score some goals. And we have a beautiful weather here, so everything goes in our direction. But aren't the tackles the most missing thing? No, of course not. maybe for Dedrick or Niklas, defenders, but for us, some scoring and assisting also. Okay, thanks, Marco. Thank you. Ja, Pascal, wie war die erste Woche auf dem Platz wieder? Ja, was anderes. Wenn man nur zu Hause ist und nur Fahrrad fährt, ist natürlich schöner, wenn man wieder einen Ball am Fuß hat. Wir trainieren viel, aber macht sehr viel Spaß. Und heute sind Nick und Marius jetzt wieder dazu gestoßen. Machen die sich gut mit der Mannschaft? Ja, machen einen relativ fitten Eindruck. Wir haben uns lange nicht gesehen, deswegen ist es natürlich schön, wenn die auch wieder da sind. Alles klar. Hammer. Und dann
würde ich einmal noch kurz relativ fitten Eindruck. Super, Stefan! Geh, Junge! Mannschaft!